Hallo und herzlich willkommen hier zur 93. Folge von Transport Fever hier auf Micro Hazard TV. Ich bin der Ice Dragon und begrüße euch wieder ganz herzlich hier zurück zu einer weiteren Folge. So, in der letzten Folge haben wir uns ja darum gekümmert, dass der Flughafen in Yonkers einen unterirdischen Anschluss bekommt ans Bahnnetz. Dazu gibt es eine Mod, die natürlich entsprechende unterirdische Bahnhöfe ermöglicht. Habe ich euch gezeigt, habt ihr gesehen, denke, hat Zustimmung erhalten bei euch. Ich sehe gerade, die Ölraffinerie in Yonkers würde gerne, dass mehr Öl abgeholt wird. Das checken wir gleich mal und ich kann dem nur zustimmen. Die Züge kommen hier nicht mehr hinterher. Aber das soll nach Yonkers, sehe ich das richtig? Das muss nach Yonkers. Wo ist denn der Zug nach Yonkers? Da ist er. Der schafft das hier nicht. Der muss, wie viele Waggons hatten der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der muss verlängert werden. Deswegen holen wir den jetzt mal ins Depot. Und beziehungsweise bevor wir ihn ins Depot holen, schicken wir einen neuen Zug raus für die Richtung. Da müssen wir mal ergänzen. Da muss nachgelegt werden. Der nach Yonkers. Der schafft das nicht mehr. So, dann machen wir den. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und der geht auf die Route nach Güterbahn. Oh, das müssen wir mal gucken. Treibstoff nach Yonkers, das ist dann diese Route und dann ist nämlich ein Zug drauf und dann können wir das fahren lassen. Dann werden wir keinen noch schnell ins Depot jagen, dass wir hier das noch schnell korrigieren können direkt. So, der fährt jetzt hier einmal quer rüber, das sieht jetzt ganz lustig aus. Guckt euch an, was der jetzt hier, weil der jetzt lang fährt. Einmal hier quer über alle Gleise rüber. Hier kommt es schon echt zu Staus langsam an der Stelle. Guckt euch das an. Staut sich irgendwann schon echt. Was hier los ist, ne? Ein Zug neben den anderen. So, und der fährt dann gleich diese Überführung in die andere Richtung und dann ist das hier auch erledigt wieder. Dann haben wir da einen längeren Zug erstmal drauf und die anderen schicken wir natürlich auch gleich wieder raus, sobald der im Depot ist. Und wird dann dort natürlich auch gleich wieder verlängert um zwei Waggons. Er ist ja gleich da. Dann verlängern wir. So, 1, 2, nochmal hinten dran. Dann kann der jetzt auch 180 Tonnen laden. Und dann schicken wir ihn auf dieselbe Route raus. Und dann sollten wir das hoffentlich mit Yonkers hier wieder erledigt bekommen. Dass hier auch wieder mehr abtransportiert wird. Denn diese ist nicht überlastet, aber die hat so viel Rohöl bereits auf Lager, dass der Bahnhof das gar nicht mehr aufnehmen kann, den Treibstoff. Und da müssen wir Abhilfe schaffen, das geht so nicht. Weil ansonsten wird der Yonkers hier gar nicht versorgt. Guckt mal, Yonkers hat mal einen Wolkenkratzer gebaut. Der sieht doch mal ganz schnick aus. Gucken wir mal von der Sonnenseite uns anschauen. So, guckt mal, was Yonkers hier auch schon für Häuser baut, ne? Ist der Hammer. Nicht nur New York, nein, Yonkers ist auch schon fleißig dabei. Aber in New York haben wir schon viele, viele von den Hochhäusern. Also was heißt viele, viele, aber drei. Und hinterm Zentrum ist doch echt was los. Am Bahnhof warten Unmengen an Passagiere. Ich weiß gar nicht, wo die alle hinwollen. Hauptsächlich auf die IC-Linie. Ich kriege die Leute auf der IC-Linie nicht weg. Ich sag's euch, ne, guckt euch an. 500 Leute warten da. Richtung Hialeah. Mal gucken, ob wir dafür eine Taktzeit haben. Ich glaube, es ist oft so, dass der nächste Zug schon wartet, oder? Ich weiß gar nicht. Was haben wir denn hier auf der IC-Linie? Personen. Gucken wir mal. Personen. Das sind die Airport-Linien. Das ist Coral Springs. Die Fluglinie. Hier. Alle zwei Minuten kommt ein Zug offiziell. Das müssen wir wohl noch verfeinern. Das reicht wohl noch nicht. Und dann müssen wir wohl noch nachlegen. Gut, wie viel kann ein Zug? 102. Ja, da müssen wir nachlegen. Schaffen wir nicht. Da müssen wir noch mehr hin. Dann machen wir noch mal drei Züge rauf. Oder vier. 1, 2, 3, 4. Alle Linien, alle Züge. Jetzt wird es gleich wieder zum Stau hier kommen. Aber es ist mir egal. Alle vier Linien darauf. Und dann haben wir jetzt hier einen Takt von 70 Sekunden. Also jede Minute kommt ein Zug. Quasi. Und
Gut. Was mir aufgefallen ist, das ist vollkommener Schwachsinn, was ich hier gebaut habe. Also nicht allgemein, sondern allgemein nur an der einen Stelle. Denn ich habe hier zum Flughafen fahren ja zwei Linien. Und zwar einmal von New York und einmal von Yonkers. Und ich denke, die Linie, die von Yonkers kommt, ist vollkommener Blödsinn. Die werden wir umbauen. Da werde ich ein bisschen was ändern wollen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Habe ich aber schon so Ideen. Und da werden wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Und zwar möchte ich, hier kommen wir gleich zu der Idee, so eine Art kleine S-Bahn-Linie bauen. Deswegen habe ich in Frisco hier schon mal einen kleinen Bahnhof gebaut. Hier. Und da werden wir weiter anknüpfen und wir werden Zeit mal jetzt auf Pause stellen. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich setze das auf Pause und ich möchte Frisco noch ein zweites Mal anfahren. Ich möchte hier quasi einmal so rumfahren. Und möchte hier vielleicht noch mal halten und wir könnten eigentlich hier hinten auch noch mal halten oder hier und das machen wir auch und bauen wir noch einen Bahnhof hin hier hinten. Fahren wir immer so um Frisco rum quasi oder wir halten hier am Busbahnhof, dann hier hinten oder hier. Durch wäre natürlich besser, aber ich würde schon gern lieber drumherum fahren. Machen wir doch mal hier hinten noch einen Halt. Irgendwo. Mal gucken, ob wir das hier am besten reinkriegen. Ohne dass wir hier zu sehr in die Steigung gehen. Ja, so wäre natürlich besser, nicht so schräg. Machen wir schon. Erstmal bauen wir ihn hin und dann machen wir den Rest. So, und den nächsten, den setzen wir noch mal. Ja, natürlich wäre interessant in der Nähe vom Busbahnhof, aber das ist eigentlich sinnlos danach. Machen wir hier hinten nochmal. Hier kommen wir mal schön ran, ein bisschen an Wohngebiet. Der Einschnitt ist ein bisschen tief, aber egal. Egal. So, gut, da brauchen wir natürlich Gleise und natürlich Hochgeschwindigkeitsgleise, auch wenn wir gar nicht so schnell fahren werden. Und weil so schnell plane ich das jetzt nicht, dass wir so schnell lang düsen. Einen kleinen Gleitwechsel möchte ich gerne haben. Und denn mit hohen Geschwindigkeiten plane ich hier gar nicht. Das ist halt als S-Bahn gedacht und da würde ich jetzt gar nicht groß mit so großen Geschwindigkeiten planen wollen. Nee, das ist falsch. So, jetzt gehen wir erstmal von dem Bahnhof hier weg. Machen wir erstmal eine Straße hier. Den Berg ein Stück hoch hier noch einfach. So, und dann gehen wir mal hier vom hier mit dem Bahnhof weg und gehen wir gleich in die Kurve rein. Egal, hier brauchen wir auch keine Weichen. So, da hinten müssen wir ran. So, machen wir hier mal eine Kurve rum. 100 km/h immerhin. Können wir noch 100 fahren. So, naja, am Ende der Kurve nur 90. Aber das reicht vollkommen aus, denn wie gesagt, es ist hier nur als S-Bahn geplant. Und von daher sollte das nicht das Problem sein. So, dann müssen wir natürlich von hier auch noch weg. Und dann gehen wir am Haus vorbei hinten, dass wir hier das Haus möglichst nicht abreißen müssen. Wäre schön. Ich würde es nur ungern wegreißen. So. Lassen wir es schön brav stehen. Ihr wisst ja, Schranken ist nicht so das Optimale oftmals, aber was soll man da tun anderes? Sollen wir mal kurz die Straße hier ein Stück wegnehmen? Nicht, dass ich die jetzt abreißen muss zwingend, aber es geht einfach nur darum, dass ich die Straße gleich nochmal neu lege, dass die hier besser rumkommt. So, docken wir das gleich mal da an und die andere Seite gleich mit und haben wir das auch. Und hier legen wir die Straße jetzt einfach wieder neu rüber. Steigung zu groß, so, da passt es. So, und die Straße ziehen wir auch gleich rüber. Wir haben Unmengen an Schranken dann überall, aber das ist dann halt so warm. Gucken wir mal, ob wir eine gute Stelle kriegen. Ja, so ist gut. So passt das. So, legen wir die Straße ein Stück weiter und dann docken wir die hier gleich an. So, haben wir das auch und wir können ja hier vorher schon mal eine Querverbindung machen. So, und hätten wir das an der Stelle auch. Gut, hier haben wir jetzt ein bisschen S-Bahn-Gleistechnisch was gelegt und jetzt möchte ich hier raus. Gehen wir hier von Frisco weg. Und
Ja, es ist jetzt nicht nur für Frisco, das ist, soll halt das alles nochmal. Ich würde gern von Frisco nämlich nach Yonkers rüber, da was verbinden und vielleicht den Flughafen so halb mit anfahren hier außen. Und dass wir jetzt hier quasi, dann sparen wir uns nämlich die Busse und dann fahren wir hier jetzt mit der Bahn hier rüber. Und dann gehen wir vielleicht hier im Bahnhof irgendwo hin und dann hier am Flughafen nochmal im Bahnhof irgendwo hier und dann nochmal hier im Bogen und tun hier nochmal irgendwo halten vielleicht. Und müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann würde ich gerne nach New York. Ich würde gerne hier nämlich so eine Dreiecksverbindung schaffen wollen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Jetzt werden wir erstmal in, wie heißt das, in Yonkers Bahnhöfe bauen und da schauen wir mal, wie wir die hier am besten platzieren. Ich würde gerne dieses Stück Straße da entfernen und sind hier irgendwo zeitnah, also gleich zeitnah, aber irgendwo relativ nah anbauen wollen. Und da könnten wir dann da durchhuschen mit der Bahn hier durch. Zack. Und das sollte klappen. Müssen wir mal gucken, was hinkriegen. So, dann muss ich hier hinten natürlich irgendwo im Bahnhof hin und irgendwo im Flughafen nähe optimalerweise. Und hier wird es natürlich jetzt sehr interessant, wie wir das denn hier im Endeffekt lösen, weil wir hier auch die unterirdische Bahn haben, können wir hier nicht so sehr in die Höhe gehen. Ich kriege hier zumindest noch keine Bahn dran vorbei, das ist das Problem. Ich kriege jetzt komme ich hier nicht vorbei hier an der Stelle. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Hintenrum wäre natürlich Blödsinn irgendwie. Das ist so ein weiter Fahrweg. Nee, hintenrum ist Schwachsinn. Das ist doof. Das wollen wir auch nicht. Unter der Straße durch wäre eine Variante, die man noch so machen könnte. So als Alternative. Hier andocken geht schon nicht. Seht ihr? Eigentlich brauchen wir ja auch nicht so einen riesen Teil. Das können wir erstmal schon kleiner machen. Wir fahren nur zwei Linien, ist das richtig? Ja, dann machen wir es kleiner. Alles dabei, wir machen das Ding jetzt wieder kleiner, machen noch zwei Plattformen. So, dann ist das Ding schon mal kleiner und ja, reicht auch immer noch für die zwei Straßenbahnen aus. Dann fahren wir beide über eine, ist auch okay. Können wir hier mit Gleisen durchziehen, wenn wir hier durchkommen? Hinten halt nicht, ne? Ja. Ja, mal gucken, mal ausprobieren, ob wir hier durchkommen. Irgendwie. Hier kommen wir nicht durch, ist aber keine Chance. Jetzt, wenn ich hier ansetze. Ja, nee, das wird nichts, ne? Nee, weil das hier zum Flughafen gehört und das ist so blöd. Da komme ich nicht durch, nee, das steht auf gar nichts. Weg damit, husch, 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 husch. So. Hier rüber, ja, über die Straße rüber ist natürlich auch noch eine Sache, zum Beispiel irgendwo anschließen muss den Bahnhof. Könnte natürlich hier platzieren, so, und dann versuchen über die Straße rüber zu kommen. Das wäre noch eine Möglichkeit. So, und dann könnten wir hier straßentechnisch, oder machen wir mal so eine Art Gehweg. Einfach von hier, bin hier unten durch, guck, ob er vorbeikommt mit dem Teil. Nein, guck mal nicht, ist ja blöd. Das ist natürlich jetzt wieder sehr blöd hier, dass wir da jetzt nicht durchkommen. Kommen wir da echt nicht durch, gar nicht. Doch, da geht es eine Lücke, da kommen wir durch. Ha. So, okay, gucken wir mal, dass wir auch anschließen können. Perfekt. So, haben wir jetzt natürlich auch Verbindung zum Flughafen? Ja, hätten wir. Okay. Anschluss am Flughafen haben wir schon mal. So, und jetzt einfach nur von hier so ein kleiner Weg hier nach vorne. Einfach quasi zur Haltestelle. Und so. Okay. Und hätten wir auch. Und jetzt müssen wir natürlich noch mit der Bahn hier auch wieder wegkommen. Das ist natürlich eine Sache jetzt. Kommen wir hier mit der Bahn wieder weg. Nein, du sollst keinen Tunnel bauen, du sollst oben bleiben und dann schauen wir mal, dass wir hier rauskommen. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Und dann schauen wir mal, ob wir auf der anderen Seite auch wegkommen. Und dann ist aber hier kein Problem, sondern auf der Seite. Von daher haben wir den Bahnhof hier eingepflegt. Zusätzlich noch so einen kleinen S-Bahn. So, aber bitte, werte Freunde, die Folge ist... Oh Gott, zu Ende. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde das hier trotzdem noch ein bisschen umbauen. Das ist mir zu gerade. Ich will hier mit einer Kurve raus. Und
Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, hoffe, ihr hattet Spaß und sage ciao, tschüss und bis morgen. Morgen bauen wir hier weiter an der S-Bahn-Trasse und bauen hier den Bogen rum, dass wir dann auch noch nach New York kommen. Bedanke mich, dass ihr da wart und sage ciao, tschüss und bis morgen. Tschüss.